meine Pokéfreunde, Pokélet, willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Wir sind hier stehen geblieben in Prismania City, in diesem Hotel, in diesem Pokémon-Hotel, glaube ich, war das, oder? Das war doch so. Das sind keine Pokémon erlaubt, tut mir leid, ja. Ich glaube, mit denen haben wir schon alle geredet, deshalb mache ich es nicht normal. Bevor die Folge jetzt richtig losgeht, also ich nehme es halt währenddessen auf, wie auch immer, möchte ich noch sagen, dass ich jetzt mit OBS aufnehme, also dass ich gerade mit OBS aufnehme. Und ich habe sehr viel getestet, sehr viel. Und wenn ich jetzt hier so einen Speedrun mache, als wenn ich jetzt die Geschwindigkeit erhöhe, dann laggt es as fuck. Dann habe ich manchmal Standbilder und manchmal gar nichts. Und ja, wir haben langweilige Kämpfe so gesehen vor uns. Und nur, dass ihr Bescheid wisst. Falls irgendwie wisst, wie der Kodira mal seine Fresse halten kann und tut, was ich sage, wenn ich aufnehme. Mit Streamen habe ich endlich herausgefunden, aber mit dem Aufnehmen weiß ich nicht. Dann schreibe ich mir gerne unten rein. Und wenn ich vielleicht was mit anderes aufnehmen soll, dann könnt ihr mir auch reinschreiben, denn ich bin ein Lappen mit sowas. Und ja. Was ich aber euch zeigen wollte, denn ich bin hier da reingegangen und habe die hier mit vorgebändet, denn ich wollte euch was zeigen. Ihr merkt ja, es sieht irgendwie aus wie. Also es hat. Ich kann es mir sagen, es hat die Form von einem Pokémon-Center. Das liegt daran, es ist ein Pokémon-Center, nur verändert. Und zwar, alles ist weggemacht, bis auf eine Sache. Ein kleiner Glitch, den ich euch zeigen werde. Und zwar, steht hier normalerweise der PC. Und wahrscheinlich kennt das eh schon so gut wie jeder, aber ich sag's trotzdem, damit ich Hilfe für die Kids bin. Aber wenn ich mich jetzt hier hinstelle, kann ich den PC anschalten. Easy. Cool, oder? Und den werde ich mir erstmal benutzen, denn ich habe ein paar Items im Inventar, die ich jetzt für die heutige Folge nicht brauche, denn ich habe schon ein bisschen was geplant, was wir heute mal farmen. Und zwar brauchen wir hier das hier nicht. Die ganzen Flaschen brauchen wir jetzt nicht, die geben wir ein anderer Mal ab. Ja, wir brauchen die jetzt nicht, wie gesagt. Ja. Den Münzkopf haben wir ja letzte Folge bekommen und mit dem werde ich mir heute was anstellen. Ja, ihr wisst schon. Das Bootsticket brauchen wir nicht, also weg damit. Brauchen wir die Angel? Ach komm, lass sie drin, Lil. Ja, ansonsten kann ich dich lassen. Und ich werde alle 5 Minuten so gezucker die Folge kurz beenden und wieder aufnehmen, damit ich gucken kann, ob auch alles flüssig läuft und nicht, dass ich wieder nochmal alles neu aufnehmen kann, denn ich habe eigentlich was gemacht. Und das mache ich jetzt nochmal, die Folge. Das ist nicht so cool. Ich hatte eine tolle Folge, aber die kann ich jetzt euch nicht zeigen, denn die ist viertel verbuggt. Ja, aber auf jeden Fall. Hier sollte eigentlich irgendwo das Flotte, wie auch immer. Spielhalle, Rocket-Spielhalle, ein Spielplatz für Erwachsene. Wir sind ja Erwachsene, deshalb gehen wir da mal rein, so. Ne? Und genießen die Musik. Das gefällt mir sehr. Die Musik ist toll. Was macht der denn da? Naja, wir genießen die Musik nämlich sehr gerne. Wie geht's? Brauchst du ein paar Münzen? Ich eigentlich nicht, aber dankeschön. Wieso nicht, ne? Hey, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen. Hä? Okay. Dankeschön, I guess. Ich hab einfach nur A gedrückt und die auf dem Boden liegen 10 Münzen. Das war ja mal komplett random, warte. Ich spam mal A. Okay. Wieso lassen Leute hier Items liegen? Wieso? Gibt's hier noch mehr? Wahrscheinlich ist hier überall noch alles voll, aber ich habe jetzt keinen Bock, alles zu suchen. Glücksspiele sind unheimlich. Man wird schnell davon abhängig. Ja, ist bei manchen Leuten halt so. Hey, das Wichtigere ist zu tun, Champion ins Spiel. Ach, der ist das. Das ist der aus den Arenen. Der da immer ganz am Anfang steht, Tipps gibt. Die Arenaleiterin von Prismania City heißt Erika. Sie trainiert Pflanz-Pokémon. Sie wirkt sanft, doch man sollte sie nicht unterschätzen. Ja, das hat man. Ja, okay, vielleicht mal gucken. Aber unser Team ist jetzt nicht so gut gegen Pflanzen, ne? Ich würde sagen. Herrlich, das macht Spaß. Ich spam mal ein bisschen A, das habe ich ein bisschen langsamer. Weil ich Money erschnochen will. Oh ja! Es ist so bescheuert. Ich glaube, jeder Spielautomat hat eine andere Gewinnchance. Das ist echt? Nein, ups, das wollte ich nicht. Psst,
hör mir zu. Man sagt, diese Spielhalle gehöre den Team Rockets. Echt? Ja gut, was macht der denn da oben, der Team Rocket? Das gucken wir uns nicht mal an. Möchtest du auch spielen, Junge? Wieso werden die alles in den Arsch geschmissen? Wieso nicht? Ja, wieso nicht, ne? Ja gut, dann würde ich mal sagen, spielen wir mal eine Runde hier. Ein einarmiger Bandit. Möchtest du spielen? Ja, why not? Oh, smiley face. Ich kenne das hier nicht, ne? Das ist jetzt das first time. Wie viele Münzen möchtest du setzen? Keine Ahnung, mach mal eine. Auf geht's! Ich muss das mit A stoppen. Vielleicht beim nächsten Mal. Ach so, das Spiel ist das. Ach, das kenne ich aus Mario Brothers 2. Dieses Doki Doki Panic. Das ist einfach so ein. Soweit ich weiß, ist das Jackpot alle 3 Sieben. Mal gucken, ob wir das schaffen. Mein Ziel ist es, irgendwas zu schaffen. Ah, schade. Fast hätten wir Bare bekommen. Okay, das ist cool. Komm, wir wollen gewinnen. Oh, ich spam eigentlich immer nur. Ich hab da kein Timing für. Guck mal, wie random das ist, als ob man dafür ein Timing hat. Gibt es echt Leute, die Timing dafür haben? Ach komm, ja! Ich will jetzt 3 setzen, Alter. Jetzt. Oh, toll. Ja, ich will was gewinnen. Komm schon! 3! Ah, Mist, fast! Ich habe eh genug Münzen. Soweit ich weiß, kann man mit dem Kredit, wie das heißt, die Münzen. Ah, Mann, Piss. Kann man sich Pokémon kaufen, die man, soweit ich weiß, nicht normalerweise bekommen kann. Ja, aber das brauchen wir nicht. Weil da ist kein Teammitglied dabei. Ach, komm! Komm, meine zwei Münzen. Ich will was gewinnen. Nein! Okay, halt jetzt die Spannung auf. Eine 7. Eine Kirsche. Und ein Dickter. Komm schon, ich will was gewinnen. Bin ich der Einzige, der so schlecht ist in diesem Spiel? Komm, bitte. Ich verschwende alles, was ich habe. Oh, es ist schrecklich, das Spiel. Ich muss sagen, ich habe das vorhin in der Aufnahme perfekt geschafft. Überhaupt nicht lange gedauert. Komm. Nein! Jetzt fehlt sie mir eine 7, hätte ich einen Jackpot. Das gibt's doch nicht. Komm, eine Runde noch. Wenn es nichts wird, dann. Komm. Nein! Ach, das Spiel ist Betrug. Mann. Ich wusste es. Ja, wie gesagt, ich kann hier nicht skippen. Und ich sehe gerade in der Aufnahme, dass es hier so rot im Boden ist. Ich weiß nicht, ob das so richtig sein soll. Jetzt sehe ich das hier gerade in der Aufnahme, weiß ich. Egal, könnt ihr selber mal sagen, ob das so gut ist oder nicht. Willkommen! Hinter der Tür kannst du deine Münzen gegen Preise tauschen. Willkommen in der Rocket-Spielhalle. Benötigst du Spielmünzen? Für 1000 Pokédollar erhältst du 50 Münzen, okay? Nein! Ich spiele das blöde Spiel noch nicht mehr. Nein, dann komm vorbei, wenn du spielen möchtest, du Lappen. Unfreundlich, ey. Unfreundliche Leute. Aber was machst du denn hier? Verschwinde von dem Poster oder ich muss... Wait, das wird jetzt ein Kampf? Okay. Ja, ich würde das gerne skippen, weil es langweilig ist und das alles, weil wir das schon alle hatten. Das alles schon hatten, aber... Es geht halt nicht. Aber egal, die sind eh alle schwach, die können eh nichts. Das ist eh gegessen in weniger als 30 Sekunden wahrscheinlich oder so. Gehen wir davon aus. Ich schlitze die Daumen alle und dann können die hier nichts mehr sagen. Das war schon. Das hat sogar gar nicht mehr nötig gehabt. Mist! Ach, der jetzt ehrlich, der könnte gewinnen. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Wo gehst du lang? Da ist nichts. Hä? Wo ist er lang? Hä? Okay. Seltsam. Sieht im Poster sein Schalter? Oh, mal sehen. Ha! Dachte ich mir. Folgen wir ihn! Oh!
Wisst ihr noch, in irgendeiner der ersten Folgen, wo wir mit Vertanierwald waren, da die meinte Musik, diese Musik meinte ich. Team Rockets Geheimversteck. Ich hatte nämlich vor, diese Folge erstmal Team Rocket auszulöschen. Danach. In den nächsten Folgen machen wir erst die Arena. Und diese Folge hat nicht. Das, Anna. Aber die können wir eigentlich easy umgehen. Aber nein, ich kämpfe gegen jeden. Ein Fluchtseil. Why not? Why not? Du hast Mut, hier rein zu platzieren. Ja, denn ich werde euch auslöschen. Ich glaube, wir werden diese Folge und die nächste Folge brauchen. Ich glaube nicht, dass wir noch eine brauchen. Also ja, ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich nicht skippen kann. Und ich hoffe, es läuft alles, weil sonst bin ich mal wieder am Arsch. Und das wäre nicht cool. Ich bin einfach gewöhnt, dass ich jetzt auf Leertaste drücke und dann alles skippe, aber... Nein, das geht leider nicht. Naja, aber ich muss mir ja abkommen, weil ich möchte ja das Spiel genießen, so gesehen. Auch wenn man das alles schon gesehen hat. Die erste Gen, die hat halt nicht viele eigene Kämpfe, sage ich mal. Vieles, vor allem die Team Rocket-Mitglieder, die haben einfach so gut wie alle das gleiche Pokémon. Level 28, nice, dann da. Nice. Radikal. Aber ich hoffe, ihr genießt das Let's Play trotzdem noch. Denn ich gebe mir natürlich viel Mühe drin. Ja, nach Tara, das tue ich. Und, ja. Genau, ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, ob ich cool bin oder so. Nein. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Mist, versagt. Ja, das war bei dir aber auch nichts Neues. Was hier unten? Nix. Okay, cool. Und dann halt nicht. Aber ich liebe diese Musik, Alter. Oh, jetzt wieder stören. Wie kommst du her, Kleiner? Naja, da war ein Poster und da war ein Schalter und... Den Rest kannst du dir nicht denken. Boah, das Pokémon-Musik ist einfach traumhaft. Alle, die sagen, Pokémon-Musik ist nicht gut, die haben keinen Sinn für Musik. Mike Bieser, 2K18. wollen wir mal. Ich möchte Skröte mal hier entwickeln lassen. Jetzt würde ich sagen, lass Skröte hier mal kämpfen. Eigentlich easy peasy, einfach Aquaknarre und dann war's das. Ich kann mal ein bisschen was erwähnen. Es kommt bald ein neues Let's Play. Ah, geschlagen! Ja, hast verdient. Dass du geschlagen musst. wait. Ich komme da, okay, dann nicht. Ich wollte eigentlich durchgehen, aber es geht nicht. Ich glaube, das ist sogar das Ende oder teilweise das Ende, weiß nicht. Wie viel habe ich ja gesagt, dass ich mal bald ein Display machen will. Denn ich habe ja eigentlich Undertale gemacht, aber der Boss sagt, dass Sylphscope macht Geister sichtbar. Hey, das war eigentlich ganz gut für uns, weil wir wollen ja wieder nach Lavandia. Egal, anderes Thema. Undertale ist halt so, geht jetzt irgendwie nicht mehr so richtig. Ich hab verkackt, okay, ich hab gespeichert und ich hab's nicht aufgenommen und dann müsste ich eigentlich jetzt wieder neu spielen, aber ich habe da keine Bock zu, vielleicht habe ich irgendwann mal Bock zu, mal gucken. Auf jeden Fall ist Undertale bis jetzt gecancelt, so gesehen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Leute, wieso kein Undertale irgendwie kommt. Und ja. Es ist einfach so ein Trainer, der hat 5 Pokémon. Da denkt man sich, oh mein Gott, das wird jetzt ewig lang dauern. Aber die sind so schwach. Guck mal auf die Level, das ist schwach. Selbst ich bin da stärker und ich dachte schon, ich wäre mega schlecht, weil ich zu diesem Zeitpunkt immer noch kein Turtok habe. Nein, eigentlich nicht. Ich habe jetzt vorgehabt, in den 2 Parts alle Pokémon, die ich habe, mindestens Level 30 zu haben. Die kann man nämlich gut trainieren. Ich weiß nicht genau, wie es aufgebaut ist. Ich war ja halt. Ein bisschen. Ja, etwas war ich hier schon. Habe ich mich ein bisschen umgeguckt. Level 29, nice, das wollte ich sehen. Ja, es ist radikal alles das gleiche. Es ist traurig, ja. Aber ja, ich würde euch empfehlen, das hier erstmal zu machen, weil dann könnt ihr. Weil ihr seid auf jeden Fall gut ausgerüstet gegen Erika. Stopp, ich ergebe mich. Okay. Oh nein!
Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wait, leckt das Spiel gerade? Nee. Bei mir steht nicht, dass das Spiel leckt. Oh Gott, die Animation, das, ich schwöre, das ist nicht der Emulator schuld. Das ist das Spiel. Das ist... Oh. Ich bin froh, dass das in allen anderen Teilen ausgebessert wurde, weil ihr habt gerade gesehen, wie lange er braucht zum Spinnen. Ja, da bin ich zu Fuß schneller. Ich meine, guckt euch das an. Ich gehe hier durch. Der braucht erstmal doppelt so lange, als wenn ich mit Fuß zu Fuß gehen würde. Ein Mondstein. Oh, cool. Oh, ich liebe diese Musik. Thermo 7! Was ist denn das? Was ist denn da? Was ist das? Mondstein ist sehr interessant, das werden wir wahrscheinlich nicht benutzen können. Hornbohrer! Tja, hätten wir einen Bieber, wäre das natürlich optimal, aber nein, haben wir nicht. Ich weiß, also ich kenne den Ort teilweise. Ich kann ja sagen, ich habe ja die Aufnahme verkackt, deshalb weiß ich ja schon, was auf mich zukommt. Ich werde dir mal ganz kurz einen Cut machen, damit ich sehe. Obwohl, komm, brauchen wir nicht. Komm, ich gehe einfach davon aus. Diesmal klappt die Aufnahme. Genau wie es will. Sonst raste ich hier wieder aus, 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 aus. Also ja, hier müssen wir am Ende hin. Denn wir brauchen erstmal einen Schlüssel. Und den Schlüssel bekommen wir wahrscheinlich oben. Also hier unten links gibt es noch ein Item. Und unten rechts, hier unten geht es halt weiter. Das kann ich euch sagen. Ich habe jetzt keinen Bock, das jetzt zu machen. Also, wisst ihr Bescheid. Gut. Würde ich sagen, ich weiß nicht. Was ist das? Oh nein. Was ist denn das da unten schon wieder? Oh, der hat mich jetzt erschrocken ein bisschen. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Ja, weil irgendjemand dich Alarm gemacht hat. Das fand ich nicht so nett. Nur weil dein Lappen ist und nichts kann, ne? Will mich nicht. Okay. Mach Hollow. Komm, lass mal Saatze hier ein bisschen kämpfen. Wie sieht eigentlich aus, das Sprite? Haben wir ja noch gar nicht gesehen. Oh. Es sieht ehrlich gesagt jetzt nicht so toll aus, das Sprite. Man kann Saatze schon erkennen, also seit 10 Jahren kann man schon erkennen, ja. Aber ich weiß nicht, ich mag den halt nicht. Und ja. Lieber tauschen, weil ich glaube, das Grün ist sogar mehr effektiv als Saatze. Kann das sein? Kann schon sein, ne? Ich will unbedingt, dass sich das Grün weiterentwickelt, damit ich mich OP fühlen kann, damit ich mich gut fühlen kann. Da habe ich ein tolles Gefühl und so. Ich kann ja mal was auspacken, hier so eine kleine Story. Und zwar habe ich das Spiel mal um 3DS, als es rauskam, ist, wo ich es aufnehmen, aber es ging halt nicht, wie auch immer, bla bla bla. Vorspulen. Und dann habe ich halt ähnliche Teammitglieder. Thermo 10, wartet kurz. Was ist das für eine TM? Ich will wissen, ich will zwischen. Risiko-Tackle. Ja gut, ist da was für Radikal, aber haben wir halt nicht. Also lassen wir das lieber mal außen stehen. Wie auch immer, ich habe dann halt so ein Team gehabt, wo aber Turtok. Ich habe auch wieder Turtok genommen, weil ich Pokémon Sommer. Und es war halt ziemlich OP. Es war schon Level 70 oder irgendwie so in der Nähe. Und ich war in der Liga und alle anderen waren nur Level 30 und ich habe einfach die Liga durchgeschafft. Nur mit dem Turtok. Und das zeigt ja wieder, wie, naja, schlecht das Spiel ist. Nein, aber wie einfach das Spiel ist. Und ich gehe mal davon aus, wir kriegen hier irgendwo den Schlüssel. Vielleicht hier sogar? Nein, aber ein Sonderbonbon. Cool, können wir benutzen. Benutze ich wahrscheinlich noch das Kürze. Oh, da müssen wir lang. Wir gehen jetzt hier lang und experimentieren. Ich liebe die Musik so lang. Vielleicht kann sie, ich weiß nicht, ob die Musik auf euch so einen gruseligen Eindruck macht. Bei mir macht es keinen gruseligen Eindruck. Und ich kann nicht mal reden. Ups, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich geskippt. Nein. Egal. Sollte nichts passiert sein. Und wenn doch, dann müsst ihr das trotzdem ertragen. Ich werde die Folge nicht nochmal machen. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten. Bis hierhin bin ich übrigens noch nicht gekommen. Ja, aber egal. Weniger zu meiner alten Aufnahme. Blablabla. Ja, ich finde das blöd, dass sie hier noch keinen eigenen Soundtrack haben. Das Team Rockets. Im Remake hatten die das nämlich.
Ja, das Spiel hat ein Remake auf dem GBA. Und ja, ich habe mir jetzt mehr vor, ein bisschen GBA-Spiele so zu machen. Ich habe irgendwie Lust drauf. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Doch, habe ich schon erwähnt, ne? Mit dem neuen Let's Play, naja. Das wird dann auch ein Retro-Let's Play, denn ich habe jetzt irgendwie nicht so Lust. Ich meine, schau dir das mal an. Ich mache jetzt mal am Ende des Videos nochmal ein kleines Thema. Es gibt Leute, die machen, fangen jetzt noch, oder vor ein paar Tagen haben die noch, jetzt schon, noch, Mario Odyssey angefangen zu Let's Playen. Aber es lohnt sich halt einfach nicht, weil das Spiel erstens schon irgendwie jeder zweite Let's Play schon Let's Play hat, so, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Und zweitens, weil man das jetzt nicht gucken will. Das hat mir jetzt alles schon gesehen. Wenn du es nochmal anfängst, Leute, willkommen zu meinem Super Mario Odyssey Let's Play. Oder Breath of the Wild Let's Play, das ist okay, Breath of the Wild, das kann ich jetzt nicht urteilen. Weil ich persönlich weiß ich jetzt nicht, ob ich das gucken würde. Es ist halt immer so Geschmackssache. Aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich damit aussagen will. Das ist halt heutzutage nichts mehr, wenn das jetzt nichts mehr bringt, jetzt noch ein Let's Play zu starten mit solchen Spielen. Deshalb relativ früh, wenn ein Spiel rauskommt, wäre am besten halt ein Let's Play zu machen. Klingelstuhl, oh, das ist eine nice Attacke. Da muss ich mich mal erkundigen, ob das eins meiner Pokémon erlernen kann. Ich würde sagen, den besiegen wir noch und dann mache ich hier einen Cut und dann nehme ich schon die nächste Folge auf, weil why not? Ich werde dir den Liftöffner niemals geben. Liftöffner? Ah ja, unten war nicht kein. Unten im Labyrinth, da ist nämlich ein Lift, ein Aufzug, aber da brauchen wir einen Schlüssel für. Das meinte ich, so meinte ich das. Ich glaube, der hat den. Und ich weiß nicht, wo wir da hinkommen. Aber wir haben ja am Anfang der Folge oder so jemanden gesehen. Ja, die Folge ist eigentlich zu Ende. Wir beeilen uns mit dem Kampf. Ich glaube, wir sind schon bei Folge 19 oder. Ich weiß nicht, 19 oder 20 oder so. Kann das sein? Kann das sein? Kann schon gut sein, ja. Ich merke gerade. Patex könnte hier voll gut trainieren. Patex, zeig mal, was du drauf hast. Aber jetzt mal ehrlich, Patex könnte hier echt gut trainieren, ne? Die nächste Folge kommt dann wahrscheinlich auch am nächsten Tag. Die Folge kommt wahrscheinlich auch spät abends. Tja, tut mir leid. Ich weiß nicht, wann die Folgen kommen. Wenn die... ich weiß es nicht. Aber meistens mache ich das so, weil, okay, gut, das frage ich jetzt in die nächste Folge. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da, wenn ihr Lust habt. Ja gut, und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich auch gerne abonnieren und die Glocke anmachen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und an den Seiten könnt ihr gerne draufklicken, da gibt es nice Stuff und so. Also, tschüss. Und ich weiß nicht, welche Musik besser ist als die oder die im Laden. Also ja, ich weiß nicht. Haut rein und tschüss!